So weiter hatten wir gar nichts. Also wir denken über vieles, vieles sehr, sehr intensiv nach. Ach so, ja, wir haben unser Geld gekriegt vom Jobcenter West. Das scheint zu laufen. Aber dafür brauche ich mich auch nicht bedanken. Weil das ist schon ein Ding. Und das sage ich Jobcenter West. Die halten jetzt schön still und die hängen da total drin. Und wie sie wieder angefangen haben, wie sie das alles gemacht haben, wie sie vorher schon das Geld geklaut haben, werden das alles gesagt, wollen sie nicht wieder. Das sollte jeden nachdenklich machen, dass sie in aller Ruhe weitermachen. Und diese ganzen Burschen hängen damit drin. Und was haben die mit uns da abgezogen? Und vor allen Dingen haben sie mindestens im Jobcenter West da hinten, also nicht Mainz der Landstraße, sondern da hinten, nicht einmal die Polizei geholt für uns. Weil wir wollten unbedingt die Polizei holen und dann haben sie es verdreht. Und die Polizei kam ungefähr 45 Minuten später, zum Glück wusste ich noch, die Polizistin konnte mir noch die Uhrzeit sagen, wenn sie da auftauchen. Und wir hatten eigentlich die Polizei gerufen und haben uns gewundert, dass sie nicht kommt. Dann haben sie es wohl total gedreht. Und dann werden wir die Bösen und sie haben einiges anderes durchgezogen. Also da muss ich sagen, Hessen und Frankfurt und auch die Menschen, da steckt aber der Wurm drin. Und genauso steckt der Wurm drin im Arbeitsgericht, Entschuldigung, Arbeitsgericht war nicht Sozialgericht. Ja. Weil man telefoniert untereinander und wir waren nicht willkommen. Ja. Genauso war es bei der AOK. Und genauso scheint es auch im Bürgeramt zu sein, dass man davor telefoniert und wir sind nicht besonders willkommen. Und ich finde auch, alle reißen sich schön zusammen und tun nicht so überreizt und hören auf, uns hier dumm zu bevormunden, weil sowas mache ich gar nichts mehr. Ich fordere hier sowieso keiner raus und sie sollten langsam begreifen, was überhaupt mit uns los ist und sagen. Und hoffentlich kommen meine Frauen noch ein bisschen besser aufmelden, dass sie genau so ist. Das ist so. Das ist schlimm, ich vermisse das. Ne? Leider muss ich sagen, es ist nicht toll hier mit den Menschen. Egal, was ich in akademischen Grad habe, also ich vermisse die Intelligenz meiner Frau, die hohe Intelligenz. Und keine Angst, sie hält hier noch mit jedem mit, auch wenn ich im Moment nicht so ausdrücken kann. Aber das vermisst man, dann ist dann ganz schön einsam. Es geht mir jedenfalls alles hier. Ja. Das ist schon ein Ding, was hier läuft. Das ist schon ein Ding, wie das Sozialgericht blockiert hat. Und das ist ja schon ein Ding, ich habe das ein bisschen erzählt, ne? Wenn man mit Gewalt da wirklich was mit der Richterin und so. Ne? Na, ich bin ja gespannt, weil sie hatte gesagt, sie macht die Akte zu und da passiert nichts mehr. Und der Affe kam ja. Ne? Also, genau. Primat versteht er nicht, weil er ist nur Psychiater, dieser Blödmann, der kam und den mache ich auch noch rund. Ja, genau. Das ist nicht, der steckt da voll drin. Wenn das mal nicht Hasselbeck, wenn Hasselbeck mal nicht der andere ist. Ne? Und dass wir den vom Gesundheitsamt angefordert haben und so. Und also da werden, ja, da ist noch mehr und so. Und ich möchte richtig sagen, ich bin ja noch nicht zu nahe gesehen, natürlich kennen wir auch einen Namen, aber es kann wirklich sein, dass sie reingezogen wurde und so. Halten sich daraus, dann passiert ihnen nichts. Also sie waren sehr frech und vorlaut, das gefiel mir nicht. Das möchte ich nicht normal erleben. Sie haben ja selbst gemerkt, dass sie mir gar nicht folgen konnten. Also ihre Intelligenz war nicht da. Ich bin ein bisschen enttäuscht und sie können auch Ostrichterin gewesen sein, die Welt noch nicht. Die Vermutung liegt nahe, weil das ist schon eine Frechheit, dass ich mit mir da einfach unterhalten habe, dass ich mich dazu gezwungen habe, dass ich mich da erhalten musste und dass ich meine Frau vorher überrumpelt hatte. Und Nadi? Ja. Wir hatten ja bloß 3 Stunden geschlafen an dem Tag und so. Genau. Natürlich kann meine Frau im Moment ein bisschen mehr überrumpelt, weil davon hat sie keine Ahnung. Und wir wussten ja nicht, was da beim Gericht ist. Wir wussten nicht, dass nur dann welche kommen, wenn die Leute zwischen Knacks haben. Und dann kriegt man dann vom Gericht Besuch. Das wussten wir nicht. Wir haben selbst da schon nicht mehr dran geglaubt und gut, dass ich eine kluge Frau habe, weil ich wollte das halt noch nicht hingehen. Ich wollte das nicht hingehen. Aber keine Angst, Hasselbeck, alter Bursche. Ich hätte es aber rumgemacht. Also das hätte aber Ärger gegeben. Darauf können Sie verlassen. Ich hätte sofort die Polizei gerufen und dann hätte ich sie erstmal bloßgestellt. Weil das Problem ist ja, wir waren zum Glück schon die Dings los. Diese ganz starke Begasung. Und da haben wir, egal was noch bei der Polizei ist, was man mit denen noch gemacht hat und so. Also die sind gezählt. Also da gehe ich ganz, ganz vorsichtig ran bei denen. Und ein Glück, ich möchte mich nochmal bedanken bei diesem Polizisten, der sich zuerst mit uns sehr, sehr lange unterhalten hat. Wie wir das erste Mal da im Revier waren und so. Er hat ja einiges durchbringen lassen. Ja. Das war sehr, sehr nett von ihm. Und selbstverständlich hat mir das alles gemerkt. Ne? Selbstverständlich arbeite ich danach und ich denke daran. Mann. Also mit Ihnen würde ich mich ja gerne mal unterhalten über die Polizei und was Sie so erlebt haben die ganzen Jahre. Das wäre ja ganz, ganz interessant für mich mal. Aber naja.
gut, das soll nicht sein, weil wir wollen hier auch keinen reinziehen. Nein, diese Politiker, die sich hier was einbilden, die scheinen ziemlich mächtig zu sein. Und, ich sage auch nochmal, ne, ich möchte hier Kontakte mit den höchsten Politikern haben. Und reißen sich nicht zusammen, also Intelligenz ist von ihnen sowieso nicht da. Ich weiß nicht, was das anderen Menschen vormachen. Und ich möchte nochmal unter